wirklich auffällt, ist, wir haben relativ wenig Stellenmeldungen in diesem Monat bekommen. In einem normalen Monat sind das so etwa 1200 uns gemeldete Arbeitsstellen. Im Monat Oktober waren das nur 1000. Etwa 1000 Ausbildungsstellen konnten nicht besetzt werden, einfach weil es zu wenig Bewerberinnen und Bewerber gibt. Wir werden auch wieder im November in der Stadthalle, ist ja auch schon überall plakatiert, gemeinsam mit den Kammern eine Ausbildungsmesse machen. Dann schauen wir uns mal den Arbeitsmarkt im Monat Oktober an. Wie hat sich denn in Südbrandenburg die Arbeitsmarktsituation entwickelt? Die Arbeitsmarktsituation in Südbrandenburg ist eigentlich ganz positiv. Die Arbeitslosigkeit ist ganz leicht gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass wir Zuzug aus Ländern hatten, insbesondere aus der Ukraine. Und die Menschen werden zunächst arbeitslos, weil es ja die Sprachbarriere gibt. Hätten wir das nicht, wäre die Arbeitslosigkeit mit Sicherheit niedriger als vor einem Jahr. Was wirklich auffällt ist, wir haben relativ wenig Stellenmeldungen in diesem Monat bekommen. In einem normalen Monat sind das so etwa 1200 uns gemeldete Arbeitsstellen. Im Monat Oktober waren das nur 1000. Es gibt also viele Betriebe, die schauen ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft. Die wissen nicht ganz genau, was passiert. Die Großwetterlage ist nicht so gut. Die Versorgung mit Materialien lässt manchmal zu wünschen übrig. Die Energiepreise sind nach wie vor hoch. Also wir wissen nicht ganz genau. Ansonsten unaufgeregt, aber es läuft nicht mehr ganz so gut wie noch vor einigen Monaten. Was kann speziell zur Jugendarbeitslosigkeit gesagt werden? Jugendarbeitslosigkeit liegt im Bundesdurchschnitt unter 5%. Das haben wir als Agentur für Arbeit uns ja schon vor Jahren gesagt. Also eine Jugendarbeitslosigkeit über 5% ist nicht zu akzeptieren. Sie liegt drunter. Alle Jugendlichen, die nicht studieren wollen und die eine Ausbildung beginnen möchten, haben nach wie vor die allerbesten Chancen. Übrigens auch noch im November und Dezember. Wer noch keine Ausbildungsstelle hat, kann sich jederzeit an die Berufsberatung unserer Agentur wenden. Es gibt noch viele Unternehmer, die auch jetzt noch einen Ausbildungsbeginn möglich machen. Es geht in die Wintermonate, in die kältere Jahreszeit. Wie blickt man, sage ich mal, auch dieser Jahreszeit jetzt entgegen so generell? Ja, auch in diesem Jahr wird es wieder einen Winter geben, das kann ich wohl prognostizieren. Und im Dezember ist es kälter als im Juli, das ist auch klar. Und wir haben schon auch eine Reihe von Berufen, die sehr wetterabhängig sind. Und da wird es dann auch Freisetzungen geben, da wird es Menschen geben, die pausieren müssen. Es gibt immer noch Betriebe, die Menschen entlassen, obwohl das überhaupt gar nicht notwendig wäre. Es gibt da schon eine staatliche Unterstützung durch die Arbeitsagentur, dass das nicht passiert. Ja, aber im Winter, auch in diesem Jahr, wird die Arbeitslosigkeit etwas höher sein als im Sommer. Saisonal bereinigt plus minus null. Blicken wir auf den Ausbildungsmarkt. Wie viele Stellen wurden tatsächlich besetzt und ist man mit dem Stand an sich erstmal zufrieden oder geht da noch was? Je nachdem, wie man drauf schaut. Wenn ich ein junger Mensch wäre und würde hören, die Agentur für Arbeit Cottbus hat 4000 Ausbildungsstellen zur Vermittlung und ich bin in Konkurrenz nur mit knapp 3000 Bewerberinnen und Bewerbern, da kann ich nur sagen, super, ganz toll. Und das ist tatsächlich so. Ein junger Mensch, der nicht studieren will, eine Ausbildung beginnen will, hat die allerbesten Chancen. Er oder sie muss nur eins wollen. Der Rest klappt, jede Wette. Aber für die Betriebe heißt das auch in diesem Jahr, das ist ja nichts Neues, etwa 1000 Ausbildungsstellen konnten nicht besetzt werden, einfach weil es zu wenig Bewerberinnen und Bewerber gibt. Die Betriebe, die gute Angebote machen, die sich ein bisschen auch richtig verstanden als Mama und Papa im Betrieb verstehen, die versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass der junge Mensch Freizeit, Hobbys, aber natürlich auch das Berufliche irgendwie unter einen Hut bekommt, die ein bisschen Verständnis haben für die Generation Z, die ja durchaus arbeiten will, wenn auch nur ein bisschen anders. Diese Betriebe haben die allerbesten Chancen, dass ihre Stellen besetzt werden. Wer denkt, es geht ein Kläppchen im Himmel auf und es fallen in großen Scharen Auszubildende runter
Mitarbeiter auf meinem Betrieb, der wird lange warten können. Das wird nichts werden. Diese Betriebe sind manchmal auch selber schuld, müssen sich möglicherweise mehr kümmern und dann haben sie eine bessere Chance. Aber insgesamt, wir haben zu wenig junge Leute in der Region. Welche Bereiche waren aber Tatsache jetzt so am allermeisten gefragt? Gefragt sind bei jungen Bewerberinnen Berufe im Handel und im Büro, alles was mit Menschen zu tun hat. Bei den männlichen Bewerbern sind es häufig Berufe im gewerblichen Bereich, allen voran Kfz, aber auch Mechatroniker. Und das deckt sich zum großen Teil auch mit den Angeboten der Betriebe. Da passt schon was, nur zahlenmäßig in Summe geht es nicht auf. Heute in Krieschow beim Lindner Gerüstbau. Warum wurde genau das Unternehmen für den Pressetermin ausgewählt? Einmal im Jahr machen wir ja gemeinsam mit der IHK und der Handwerkskammer eine Vor-Ort-Pressekonferenz. Wir sind heute in Krieschow bei Lindner Gerüstbau und wir haben ganz bewusst einen Betrieb ausbesucht, der wirklich glänzt mit seiner Ausbildung, der sehr viele Auszubildende hat, auch im Vergleich zur Gesamtbeschäftigtenzahl, der eine exzellente Ausbildung macht seit vielen Jahren, sich um die Jugendlichen kümmert und wirklich mit guten Erfolgen als ein wirklich guter Ausbildungsbetrieb reüssieren kann. Wer jetzt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, wann stehen die nächsten Veranstaltungen oder Messen vielleicht auch an? Wer jetzt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, kann sich, wie gesagt, jederzeit an die Berufsberatung der Agentur wenden. Es finden in mehreren Regionen auch noch Ausbildungsmessen statt. Wir werden auch wieder im November in der Stadthalle, ist ja auch schon überall plakatiert, gemeinsam mit den Kammern eine Ausbildungsmesse machen. Also daran wird es nicht scheitern. Man muss sich im Netz nur ein bisschen umschauen, da wird Mann und Frau sicher was finden.